Gut. Was wollen wir heute machen? Heute fangen wir erstmal ganz langsam an. Erstmal gibt es ein bisschen was Organisatorisches zu besprechen. Danach werde ich einen kleinen Überblick geben über die Literatur. Also es ist ganz wichtig, dass ihr euch nicht nur auf die Vorlesungsfolien verlasst. Es ist ganz wichtig, zusätzliche Literatur zu lesen. Zum einen kann man alles das, was für die Spracherkennung wichtig ist, nicht auf so Folien packen. Zum anderen bin auch ich nicht derjenige, der vielleicht alles so genau erklären kann, dass ihr es sofort versteht anhand der Vorlesung oder auch nur anhand der Folien. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man das Ganze teilweise noch im Detail nachliest in der Fachliteratur, plus um vielleicht auch nochmal andere Blickwinkel zu bekommen. Also gerade bei den komplizierteren Sachen, da gibt es unterschiedliche Autoren, unterschiedliche Wissenschaftler haben etwas anderen Blickwinkel auf die ganze Sache. Und das ist manchmal ganz interessant zu sehen, welche unterschiedlichen Blickwinkel es gibt. Und das hilft auch beim Verständnis. Dann werden wir uns erstmal um automatische Spracherkennung kümmern. Was ist das überhaupt und wofür brauche ich es überhaupt? Welche Vorteile hat automatische Spracherkennung? Welche Nachteile hat automatische Spracherkennung? Plus, wir werden so etwas machen wie eine Taxonomie der Sprache. Sprich, wir werden sehen, was für Arten von Sprache gibt es überhaupt? Wie teilen wir diese Arten von Sprache ein? Und abhängig davon, wie wir diese Arten von Sprachen einteilen, leiten wir dann ab, welche verschiedenen Aufgaben für automatische Spracherkennung gibt es. Und davon abgeleitet wieder, was verschiedene Arten von automatischen Spracherkennungsprogrammen kann ich denn bauen, muss ich denn bauen? Und dann die beliebte Frage ist, wir werden herausstellen, dass automatische Spracherkennung schwierig ist. Und die Frage ist, warum ist es schwierig? Ist ein bisschen, sieht nach einer trivialen Frage aus, aber die Antwort darauf war zumindest, als ich sie das erste Mal beantworten musste, nicht ganz so trivial. Ich wurde da ziemlich kalt erwischt, als mir diese Frage mal gestellt wurde. Und je nachdem, wie viel Zeit wir haben heute, wie weit wir heute kommen werden, würde ich versuchen, gegen Ende noch eigentlich ein kleines Experiment zu machen. Nur da mich jetzt gerade hier der Lautsprecher im Stich hält, lässt, werden wir das wahrscheinlich dann auf nächste Woche verschieben müssen. Also organisatorisches, ihr habt alle den Vorlesungshörsaal gefunden, das heißt, ihr wisst alle, dass es montags von 11:30 Uhr bis 13 Uhr und dann mittwochs 15:45 Uhr bis 17:15 Uhr jeweils hier stattfinden wird. Unser Institut hat eine Webseite, isl-ira-uka.de. Dort sind auch die einzelnen Vorlesungen und Seminare, Praktika, die wir anbieten, aufgelistet. Und von dort, ganz wichtig, geht es auch in den Vorlesungsarbeitsbereich im Studienportal. Dieser Vorlesungsarbeitsbereich, den werde ich heute im Laufe des Tages freischalten. Und im Vorlesungsarbeitsbereich findet ihr dann immer relativ kurzfristig, je nachdem, wie schnell ich bin, nach den Vorlesungen die Vorlesungsfolien der jeweiligen Vorlesung. Plus, ich werde sämtliche sonstige Literatur, die ich empfehle und auf die ich verweise und die ich verwende, werde ich da auch auf dieser Webseite auflisten, sodass ihr immer die zusätzliche Literatur habt und wisst, wo ihr die findet. Dann, was ist, wenn ihr noch eine Frage habt? Ihr könnt natürlich immer nach der Vorlesung zu mir kommen und Fragen stellen. Ich biete allerdings auch eine Sprechstunde an, dienstags 14 Uhr offiziell. Wo findet man mich? Man findet mich im Gebäude 5020, das ist die Kinderklinik, da gegenüber von der Haupteinfahrt der Uni, das große alte Gebäude, im zweiten OG, Nordflügel. Das heißt, wenn ihr die Treppe hochgeht, müsst ihr links rein in den Flügel, dann ein bisschen den Flur lang und dann geht es links nochmal eine Treppe runter. Da Zimmer 231 findet ihr mich. Ihr könnt auch jederzeit gerne versuchen, außerhalb der Sprechstunde vorbeizukommen. Besser ist es sicherlich, wenn er vorher einmal kurz anruft, um zu gucken, ob ich auch wirklich da bin oder auch Zeit habe. Weil manchmal oder häufig bin ich auch relativ viel unterwegs oder habe halt andere Termine. Aber ich bin jetzt nicht sklavisch an diesen Dienstag 14 Uhr Termin gebunden. Einfach kleine E-Mail schreiben, vorher kurz Bescheid sagen und vorbeikommen. Und ganz wichtig, was ich sehr enttäuschend fand in den bisherigen Vorlesungen der vergangenen Jahre, wir haben diesen schicken Vorlesungsarbeitsbereich, da gibt es ein Wiki, ein Diskussionsforum, das hat bisher noch kein Mensch benutzt. Also vielleicht, wenn jetzt die nächste Generation, die mit sozialen Netzwerken und Web 2.0 zurechtkommt, ich weiß nicht, vielleicht muss ich dann einen Twitter-Kanal einrichten, vielleicht ist das, womit die Leute heutzutage umgehen, vielleicht ist so ein Diskussionsforum schon viel zu veraltet und weiß keiner mehr, was damit anfangen soll. Aber ich würde halt vorschlagen, auch mal versuchen, das auszuprobieren und zu nutzen, weil wenn irgendjemand eine Frage hat und ihm irgendwas unklar ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass er nicht der Einzige ist, sondern dass ich dann es geschafft habe, auch genügend andere Leute zu verwirren. Oder was sicherlich auch häufig genug vorkommt, ist, dass ich auch mal einen Fehler mache.
Ist keiner perfekt. Die Literatur ist nicht perfekt. Wenn man so in die Literatur reinschaut, wird man da auch noch genügend Fehler drin finden. Man wird, wenn man jetzt mal durch meine Vorlesung geht, genügend Fehler finden. Wenn also jemand einen Fehler auffällt, dann ist es gut, wenn er nicht nur mir Bescheid sagt, sondern vielleicht auch deine Diskussion anstößt. Plus, es sind nicht immer alle Sachen schwarz und weiß, richtig und falsch. Es gibt auch viele interessante Aspekte, die man vielleicht ein bisschen diskutieren möchte. Deswegen ruhig mal da die ganzen vielen Möglichkeiten nutzen, die dieser Vorlesungsarbeitsbereich bietet. Wie gesagt, jetzt noch nicht freigeschaltet, aber heute Nachmittag wird er dann freigeschaltet sein werden. Also, zur Vorlesung selber. Prinzipiell im Master, jetzt von bei Erasmus wurde ich schon gefragt, ob Bachelor auch in Ordnung ist. Ist auch hundertprozentig in Ordnung für den Studiengänge hier. Ist es eine Vorlesung im Masterstudiengang? Gibt es noch Diplomstudiengangs? Ein, zwei. Okay, du kennst das sowieso alle. Im Diplomstudiengang ist es in den Vertiefungsfächern kognitive Systeme und Anthropomatik. Wenn man im Masterstudiengang ist, ist das Ganze eingebunden in diese Modulstruktur. Da gibt es diese vier Module, in denen es angeboten wird, also kognitive Systeme für Mensch-Maschine-Kommunikation, multimodale Mensch-Maschine-Interaktion, Sprachverarbeitung. Und dann gibt es noch zusätzlich ein Modul, das heißt genauso wie die Vorlesung. Und in diesem Modul ist nur die Vorlesung drin. Wenn man also nicht irgendwie die Vorlesung mit irgendwas anderem prüfen, hallo, mit irgendwas anderem prüfen möchte, was in irgendeinem der anderen Module drin ist, sondern nur für sich alleine und passt halt nicht, dann kann man auch die Vorlesung hier als sein eigenes Modul prüfen. Dementsprechend für die Vorlesung gibt es 6 ECTS, hat 4 Semesterwochenstunden und Erasmus-Studenten haben wir schon abgefrühstückt. Da wissen wir auch, wie das funktioniert. Dann, die Vorlesung selber schwebt nicht alleine im Raum, sondern es gibt ein paar begleitende Veranstaltungen dieses Semester. Da wäre zum einen ein Praktikum, nennt sich Praktikum automatische Spracherkennung, findet montags statt von 14 bis 15:30 Uhr bei uns im Institut. Dieses Praktikum dient dazu, um mit dem Spracherkennungstoolkit, das wir bei uns am Institut entwickeln, sich vertraut zu machen, um zu lernen, wie man mit diesem Toolkit dann ein Spracherkennungssystem trainiert und testet und baut. Ist also im Prinzip das praktische Gegenstück zu der ganzen Theorie, die ihr hier in der Vorlesung lernt. Alles, was irgendwie in der Vorlesung theoretisch behandelt wird, wird meistens auch in dem Praktikum behandelt. Ein paar Sachen machen wir hier in der Vorlesung, die weiter fortgeschritten sind als im Praktikum. Viele Sachen, die man im Praktikum macht, sind auch einfach nur so ein kleiner schwarzer Kasten, wo man halt auf den Knopf drückt, ohne dass man jetzt genau die Theorie verstehen muss, wie das da innen drin funktioniert. Aber wenn man die Vorlesung hört, dann sieht man relativ schnell, wie sich jetzt da die Theorie in diesem Toolkit, das wir da bei uns entwickeln, abbildet. Es ist so, das Praktikum geht schneller voran als die Vorlesung. Vor allem zum Anfang hin hinkt die Vorlesung halt ein bisschen dem Praktikum hinterher. Es muss aber niemanden abschrecken. Wie gesagt, die Sachen im Praktikum werden auch jeweils erklärt und alles, was man wissen, theoretisches Wissen, was man für das Praktikum braucht, bekommt man auch im Praktikum so mitgeteilt. Und wenn dann später die Themen dann in der Vorlesung kommen, dann fallen vielleicht die Steinchen wieder besser zusammen, sodass sich da das besser das Puzzle ergibt. Dann haben wir auch noch insgesamt drei begleitende Seminare. Einmal gibt es das Seminar Multilinguale Spracherkennung. Da beschäftigt man sich dann halt viel mit solchen Themen, wie man Spracherkenner für mehrere Sprachen bauen kann oder wie man mehrere Sprachen nutzen kann, um einen Spracherkenner in einer neuen Sprache zu bauen. Ist als klassisches Seminar aufgebaut, das heißt, ihr bekommt Material zum Lesen, Paper, Dissertationen, Diplomarbeiten oder ähnliches. Ihr bereitet das Material zu einem Thema auf und präsentiert das dann zum Ende hin des Seminars in einem halbstündig, 40-minütigen Vortrag. Findet immer Dienstag statt, 14 bis 15:30 Uhr. Moment, das ist der falsche Termin. Heieiei. Entschuldigung, das ist nämlich nicht Dienstag, sondern Donnerstags. Ja, da geht's schon los. Das ist nämlich Donnerstags, 14 bis 15:30 Uhr. Auch wieder bei uns im Labor. Wer Interesse hat, einfach mir eine E-Mail schreiben. Wir treffen uns eigentlich erst nächste Woche zum ersten Termin. Die ganzen Seminare, die ganzen Praktika, das erste Treffen ist immer dann in der zweiten Vorlesungswoche. Also nächste Woche geht es erst los.
Auch mit dem Praktikum. Also Praktikum, Seminar, das wird sonst zu hektisch, wenn man das alles in der ersten Vorlesungswoche macht, dann bis sich das alles eingelaufen hat. Deswegen, das macht man in Ruhe in der zweiten Vorlesungswoche. Ja? Doch, ja, müsste drei ECTS haben. Das haben wir nämlich geändert. Aus irgendeinem Grund. Wir hatten es mal mit zwei ECTS angeboten, aber da sieht man gleich, das sind alte Folien. Ist inzwischen auf drei ECTS hochgenommen. Es war auch mal fälschlicherweise im Modulhandbuch fürs Sommersemester drin, obwohl es eigentlich immer fürs Wintersemester angekündigt war. Jetzt passt es auch im Modulhandbuch, dass es auch im richtigen Semester angekündigt wird. Wie gesagt, wer Interesse hat an irgendeinem Seminar oder Praktikum, das ich hier anpreise, einfach mir eine E-Mail schreiben oder halt zum ersten Termin kommen und Plätze sind genügend frei. Dann gibt es ein Seminar, das nennt sich Neuronale Netze und künstliche Intelligenz. Jetzt denkt man sich, wow, das hat ja jetzt erstmal allgemein mit Spracherkennung direkt nichts zu tun. Das ist ja mehr so maschinelles Lernen im Allgemeinen. Aber gerade in diesem Seminar geht es darum, dass wir uns einmal neuronale Netze unter den Aspekten der automatischen Spracherkennung genau anschauen. Und da wir es zusammen mit dem Tamim Asfour machen, schauen wir es uns auch an unter dem Aspekt der Robotik. Das heißt, die Themen, die wir in diesem Seminar aufarbeiten werden, werden so hauptsächlich sein Themen aus dem Bereich der Spracherkennung und aus dem Bereich der Robotik. Hat den Hintergrund, dass so die letzten 2, 3 Jahre neuronale Netze für automatische Spracherkennung wieder ein ganz heißes Thema geworden sind. Also lange Zeit wurden die vernachlässigt, wurden nicht benutzt. Es gab andere Techniken, die besser funktioniert haben. Und plötzlich vor, ja, so 2, 3 Jahren kam der große Durchbruch, dass plötzlich neuronale Netze wieder super gut funktionieren für automatische Spracherkennung, wie man schon vor 20 Jahren, 30 Jahren behauptet hat. Und seitdem ist das wieder ein ganz hochaktuelles Thema. Und das wollen wir halt in diesem Seminar auch ein bisschen uns anschauen. Die Entwicklungen der letzten 2, 3 Jahre und vielleicht auch dann die Parallelen ziehen zu den Entwicklungen, die wir so vor 20, 30 Jahren schon hatten. Ja? Bedingt. Maschinelles Lernen schon gehört. Da kommen neuronale Netze in der Regel auch vor. Schon mal ein Multilayer-Perzeptron gehört? Ein Multilayer-Perzeptron? Schon mal gehört den Begriff? Perzeptron? Gibt es manchmal so. Ja. In kognitive Systeme kam eigentlich auch das Multilayer-Perzeptron, weil ich weiß, hin und wieder habe ich in kognitive Systeme die Ehre gehabt, Backpropagation vorstellen zu dürfen als Vertretung. Also, sagen wir so, das reicht eigentlich fast schon aus, um das Seminar zu machen. Weil viele Dinge in dem Seminar, man muss sich ja sowieso anhand der Literatur die Sachen aneignen und aufbereiten und kann dann so ein paar vereinzelte Sachen nachschauen. Und das war ausgerechnet das, was man jetzt braucht, schon in der Vorlesung dran war. Die Chancen sind sowieso eher mittelmäßig. Ja? Ja, die im Vorlesungsverzeih, aber die ist eigentlich in meinem Sommersemester. Das hat der Herr, also sie sollte eigentlich im Wintersemester sein und dann hatte sich der Herr Weibel kurzfristig entschieden, dass sie doch eigentlich ins Sommersemester soll und jetzt ist sie im Sommersemester. Deswegen war im letzten Sommersemester, das ist irgendwie das Problem ist, das Ganze im Modulhandbuch nachzubilden. Es dauert irgendwie immer so ein halbes Jahr, bis das eingepflegt ist und dann, wenn das mal da drin ist, das wieder rauszubekommen, ist schwierig. Nein, also er hatte kurzfristig vor Beginn des letzten Sommersemesters entschieden, dass er sie im Sommersemester halten will. Also war sie jetzt im Sommersemester und wird dann dementsprechend auch wieder im nächsten Sommersemester angeboten werden. Dann letzte begleitende Seminar ist nicht ganz so ein Seminar im klassischen Sinne. Es ist sowas in der Art wie eine Paper Reading Group, wo wir uns wöchentlich treffen und allgemein Artikel, aktuelle Publikationen zum Thema automatische Spracherkennung aufbereiten. An dem Seminar nehmen auch die Mitarbeiter am Institut alle teil und stellen immer reihum jede Woche ein paar Artikel vor, die sie auf Konferenzen gesehen haben und die sie interessant fanden. Jetzt ist das Problem, ich muss das noch abklären, ob das für Studenten anrechenbar ist. Also teilnehmen dürft ihr auf alle Fälle. Jederzeit herzlich willkommen, da vorbeizukommen und sich das anzuhören und anzuschauen. Die Frage ist, ob ihr das Ganze anrechnen lassen könnt. Es kann sein, dass man sich das anrechnen lassen kann im Rahmen des generischen Seminarmoduls. Das muss ich aber noch abklären mit dem Studiensekretariat. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wer sich interessiert für das Thema automatische Spracherkennung und Interesse hat, kann jederzeit dann vorbeikommen. Am besten vorher mir Bescheid sagen, weil ich kann nicht garantieren, dass das nicht hin und wieder mal ausfällt, der Termin, weil entweder die Leute alle auf Projekttreffen sind oder krank oder sonst irgendwas.
Aber ich kläre das auch noch ab, ob man das prüfen kann. Wer Interesse hat, einfach sich bei mir melden, dann kriegen wir das schon hin. Ja, am besten mich nochmal dran erinnern, also ich werde es absprechen. Es müsste eigentlich prüfbar sein. Es ist zwar im Vorlesungsverzeichnis, aber es ist nicht im Modulhandbuch. Aber wenn ich ein Seminar habe, das nicht im Modulhandbuch ist, meine ich, müsste ich das in diesem generischen Seminarmodul, das es da gibt, abprüfen lassen können oder anrechnen lassen können, sagen wir mal so. Es ist auf alle Fälle unbenotet, das Seminar. Und für einen Studenten, der teilnimmt, wird das halt so ablaufen wie ein normales anderes Seminar. Er wird Artikel bekommen zu einem bestimmten Thema, wird die entsprechend aufbereiten müssen und dann so halbe Stunde, 45 Minuten ungefähr dazu referieren und dieses Thema dann entsprechend vorstellen. Wer weiß nicht, wo die Kinderklinik ist? Okay, weil ansonsten hätte ich noch ein schickes Bild da. Also wir sind da und mein Zimmer ist genau genommen da. Damit mich auch alle finden. Ja, es ist manchmal ein bisschen die eine, man hat, wenn man die Treppe hochkommt, eine 50-50 Chance, in den richtigen Flur zu laufen und die meisten nehmen immer den falschen Flur. Und wenn man dann im richtigen Flur ist, dann ist man immer noch nicht im richtigen Flur, weil man noch mal eine Halbtreppe runter muss, damit man mich findet. Aber wenn ihr da seid, einfach rumfragen, die Leute finden mich dann schon irgendwie. Zum Thema Literatur. Was sollte man sonst noch so lesen? Was kann man so die Vorlesung begleitend mitlesen? Was hilft? Das ist zum einen das obere Buch, das ist ein ziemlich dicker Schinken. Ich habe es mir diesmal gespart, die Sachen mitzubringen. Das ist so ein dicker blauer Band, der sehr, sehr umfangreich ist. Der enthält nicht nur Sachen zur automatischen Spracherkennung, sondern auch zur Sprachsynthese und deutlich mehr Themen auch, als wir hier in der Vorlesung besprechen werden. Nichtsdestotrotz ist das ein sehr gutes Referenzbuch, wenn man mal was nachschlagen will, weil es eben sehr umfassend ist, sehr umfangreich ist. Gerade in manchen Bereichen geht es sehr mathematisch vor und es ist teilweise sehr signallastig, was einfach daran liegt, dass zum Beispiel der Alex Acero jemand ist, der aus der Signalverarbeitung kommt und sehr starken Blick hat auf die Signalverarbeitung des Sprachsignals für die automatische Spracherkennung. Ist aber ein sehr empfehlenswertes Buch, sollte es auch genügend Exemplare in der Bibliothek geben. Wenn es in der Informatikbibliothek nicht mehr da ist, dann in der Hauptbibliothek sollte es auch noch entsprechende Exemplare dazu geben. Dann das nächste Buch ist kein Buch als solches, sondern das ist eine Sammlung von Papers, zusammengefasst und herausgegeben von dem Herrn Weibel und dem Herrn Kai Fu Lee. Herr Weibel kennt alle wahrscheinlich dem Namen nach. Der Herr Kai Fu Lee ist auch ein Veteran der automatischen Spracherkennung, war früher an der Carnegie Mellon University, ging dann irgendwann weg, ich glaube, zu Google. Und macht aber inzwischen was komplett anderes. Macht keine Spracherkennung mehr. Glaubt irgendwas in Richtung Investmentbanking oder so. Also macht was völlig anderes, aber nichtsdestotrotz auch ein Pionier und Veteran der automatischen Spracherkennung. Und diese Papersammlung ist schon ein bisschen älter. Die kommt aus den 80er Jahren, Ende der 80er Jahren, 88, 89, so um den Dreh rum. Nichtsdestotrotz sehr lesenswert. Es gibt einige Themen, zu denen es sehr gute Übersichtspaper gibt in diesem Buch, zum Beispiel zum Bereich der Hidden Markov-Modelle. Wer kann sich noch an den Term Hidden Markov-Modelle erinnern? Müsste in kognitive Systeme gefallen sein. Wenn einmal wirklich interessiert, wie das so gut funktioniert, gibt es zum Beispiel in diesem Band ein sehr gutes Tutorial. Nennt sich sinnigerweise A Tutorial in Hidden Markov-Models and the Applications to Speech Recognition von dem Herrn Rabiner. Ist etwas sehr Lesenswertes, werde ich auch nochmal darauf zurückkommen und nochmal darauf hinweisen. Ist also etwas, was sich wirklich sehr gut lesen lässt. Dann das dritte ist wieder ein Buch von dem Fred Jelinek, der im Bereich der vielen Bereich der Sprachmodellierung gemacht hat für automatische Spracherkennung, aber auch allgemein, wenn es um statistische Methoden geht, in der Spracherkennung sehr viel gemacht hat, ist vor 2 Jahren verstorben, war bis dahin immer noch Professor an der Johns Hopkins University. Ich werde auf einzelne Kapitel in diesem Buch zurückkommen, insbesondere dann später im Bereich der Sprachmodellierung. Dann das vierte Buch. Endlich mal ein Buch auf Deutsch für alle diejenigen, die mit Englisch auf Kriegsfuß stehen. Ist von dem Herrn Shukar Talamazzini. Nennt sich Automatische Spracherkennung. Es gibt Leute, die mögen das Buch. Es gibt Leute, die mögen das Buch nicht. Ist ganz unterschiedlich. Ich persönlich habe damals, als ich mich auf die Prüfung vorbereitet habe, auch sehr viel in das Buch reingeschaut. Sind auch einzelne Themen drin, die sehr gut aufbereitet sind, meiner Meinung nach. Und hat einen ganz großen Vorteil, wenn man nachsucht, und ich werde den Link reinstellen, kann man das Ganze sich als PDF im Netz runterladen, hat der Herr Shukar Talamazzini entsprechend reingestellt. Und dann das letzte ist kein fertiges Buch, sondern eine Art Skript-Lehrbuch, das der Herr Rogina geschrieben hatte, zu dieser Vorlesung, als er sie noch gehalten hatte, vor so 5,
6 Jahren ungefähr. Ist leider nie hundertprozentig ganz fertig geworden, aber in der Rohfassung werde ich es entsprechend zum Download im Vorlesungsarbeitsbereich anbieten. Ist auch ein sehr schöner Einstieg in die Materie, bereitet die Themen sehr gut auf. Man wird auch viele Dinge dann wiederfinden, die sich heute auch noch in der Vorlesung befinden. Also auch etwas, wo man schön sich dran orientieren kann, gerade als Anfänger im Bereich der automatischen Spracherkennung. Gut. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema, automatische Spracherkennung. Was ist automatische Spracherkennung? Wer weiß das? Wer kann das definieren, was das sein soll? Was stellst du dir unter automatischer Spracherkennung vor? Was bedeutet Erkennung? Was erkenne ich? Ja, Wörter ist schon mal gut, also ich erkenne Wörter. Jetzt frage mich eine, was soll die blödsinnige Frage? Die Frage ist gar nicht so dumm, dass ich die stelle, weil ich hatte auch schon mal Leute in der Vorlesung, in der Prüfung dann hinterher, nach der Vorlesung, die habe ich gefragt, was kommt bei so einem automatischen Spracherkenner hinten raus? Und da kam nicht als Antwort Wörter, sondern da kam als Antwort eine Zahl. Ist natürlich weniger sinnvoll. Also Wörter ist schon mal das, was wir gerne rausholen wollen. Wir wollen Wörter erkennen. Wir wollen Wörter, die gesprochen wurden, erkennen in der automatischen Spracherkennung. Ich habe noch nie in irgendeinem Lehrbuch irgendwie eine Definition als solches gesehen, so schön formal, wie man das vielleicht bei Mathematikern oder so kennt. Deswegen habe ich mir selber eine aus den Fingern gesaugt. Und ich sage halt, automatische Spracherkennung ist erstmal die automatische Umwandlung, deswegen automatische Spracherkennung, menschlicher, gesprochener Sprache und dann in die dazugehörige Wortsequenz in maschinenverarbeitbarer Form. Also, was haben wir da drin? Das automatisch ist schon mal wichtig. Soll von einem Rechner passieren. Es soll kein Mensch sein, der irgendwie unterstützt vom Rechner das hinschreicht. Dann gesprochene Sprache. Warum ist das so wichtig? Ich meine, da heißt es Speech Recognition. Warum sage ich gesprochene Sprache? Kommen wir nachher noch drauf. Und dann, ich will halt die Wortsequenz, die gesprochen wurde, soll rauskommen und sie soll irgendwie in maschinenverarbeitbarer Form rauskommen. Das heißt also, wenn man sagt, hinterher aus dem Spracherkenner kommt eine Zahl raus, ist das wahrscheinlich nicht ganz so verkehrt, weil alles, was irgendwie maschinenverarbeitbar ist, in irgendeiner Form eine Zahl und die Zahl muss dann wieder so kodiert sein. Oder ich brauche irgendeinen Code, dass dann hinterher aus den vielen Zahlen, die rauskommen, dann entsprechend entsprechende Wortsequenz rauskommt. Jetzt ganz wichtig, etwas, was mich immer persönlich sehr, sehr, sehr stört. Jedes Mal, wenn ich eine Werbebroschüre in die Hand nehme, bei jeder zweiten Werbebroschüre stößt mir das sauer auf. Wenn irgendein Marketing-Fuzzi daherkommt und Spracherkennungstechnik verkaufen will oder behauptet, in seinem Produkt sei Spracherkennungstechnik drin, dann erzählt er immer was von Voice Recognition sehr häufig. Dann sieht man häufig irgendwie im Werbeprospekt our latest Voice Recognition Technology. Das ist falsch. Voice Recognition auf gut Deutsch heißt Stimmenerkennung oder Stimmerkennung. Warum machen wir keine Stimmerkennung? Und da hattest du schon das richtige Stichwort gesagt, gleich am Anfang. Genau, sprecherunabhängig. Wir wollen bei so automatischen Spracherkennungssystemen, kommt es uns nicht darauf an, wer reinspricht. Also ich will nicht unbedingt hinterher annotieren, das war die Stimme von Willy Müller. Ich will auch nicht annotieren, ob er in hoher Stimmlage gesprochen hat oder tiefer Stimmlage, ob das ein Tenor war oder ein Sopran. Interessiert mich auch nicht. Bei der reinen Spracherkennung interessiert mich nur die Wortsequenz. Hat also von der Stimme überhaupt nichts zu tun. Stimme kann auch viel mehr sein. Wenn einer irgendwie lustig mit La 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 eine Melodie trällert, dann ist das für mich keine Spracherkennung, weil das keine gesprochene Sprache ist. Wenn einer irgendwie Töne produziert, da auf A die Tonleiter hoch und runter geht, dann ist das sicherlich unter Umständen eine schöne Stimme und eine schöne Aufgabe, diese Stimme dann zu erkennen und vielleicht der Tonleiter zu folgen. Mit Spracherkennung hat das überhaupt nichts zu tun, weil keine gesprochene Sprache drin ist. Und warum jetzt gesprochene Sprache? Warum lege ich da so großen Wert drauf? Was gibt es denn sonst noch für Sprache? Und da haben wir das Problem, dass wir da eine Ambiguität im Deutschen haben. Es gibt nämlich Sprache und es gibt Sprache. Im Englischen habe ich diese Ambiguität nicht. Im Englischen habe ich das Wort Speech und ich habe das Wort Language. Und Speech ist immer das Gesprochene. Da geht es darum, Konzepte in gesprochener Sprache, in gesprochenen Wörtern irgendwie zu transportieren. Wenn ich irgendwas auf ein Blatt Papier schreibe, einen Text, das ist dann keine Speech mehr, weil eben keine gesprochene Sprache da ist. Im Deutschen ist das nach wie vor Sprache. Im Deutschen werden Speech und Language, also Language als das abstrakte Konzept, wie ich Gedanken irgendwie in einer kodierten Form fassen kann
Und Sprache umfasst natürlich auch teilweise die Aussprache einer Sprache, es umfasst die Grammatik, es umfasst aber auch die textuelle Form, die Rechtschreibung etc. und kann also auch Texte betreffen, die niedergeschrieben wurden, die nichts mit Sprache zu tun haben. Das ist alles unter Language aufgefasst. Und im Deutschen unterscheiden wir halt nicht zwischen Sprache, die gesprochen ist und Sprache, die geschrieben ist und den gesamten abstrakten Sprachbegriff umfasst und deswegen gesprochene Sprache. Gut. Jetzt habe ich jetzt schon hier über eine halbe Stunde geredet, alle eingeschlafen. Und damit wir wieder ein bisschen aufwachen, wer kann sich erinnern, was stand als nächstes auf der Tagesordnung vorgeschlagen? Also wenn wir jetzt Sprache gegen Sprache haben und wir haben jetzt eine Definition erstmal der automatischen Spracherkennung, also wir wissen, es geht darum, gesprochene Sprache irgendwie durch den Rechner niederschreiben zu lassen, ist natürlich die Frage, und wozu soll das gut sein? Was gibt es für Anwendungen für automatische Spracherkennung? Und inzwischen ist es so, dass ja diese Anwendungen die menschliche Welt schon so weit durchdrungen haben, dass praktisch jeder Mensch schon mal in irgendeiner Form mit Spracherkennungstechnologie in Kontakt gekommen ist. Vor 10 Jahren war das unter Umständen noch nicht so der Fall. Da waren es meistens die Pech hatten und sind mit dieser Technologie in zu Begriff bekommen. Aber inzwischen hat sich das schon so weit verbreitet, dass jeder schon mal irgendwie Kontakt mit hatte. Deswegen setzen sich einfach jetzt immer mal 3 Leute zusammen und überlegen sich jetzt mal 3 Minuten lang, was alles für Anwendungen es für automatische Spracherkennung geben könnte. Einfach mal, wie gesagt, immer 3 Mann zusammensetzen, Stift, Papier. Wer keinen Stift hat, ist keine Ausrede. Ich habe Stift, ich habe Papier. Und einfach sich jetzt mal so 3 Minuten überlegen, was für Anwendungen für automatische Spracherkennung gibt es. Es kann entweder sein, was euch schon mal begegnet ist, wo ihr schon mal irgendwie Kontakt hattet mit Spracherkennung, oder es kann auch sein, was ihr gerne hättet. Also was ihr vielleicht wollt, welche Anwendung man mit automatischer Spracherkennung denn sollte bauen können, wollen, müssen. Ihr habt genau. Zettel, Stift und einfach überlegen, was für Anwendungen gibt es für Spracherkennung? Was könnt ihr euch vorstellen? Also entweder, was habt ihr schon mal gesehen, womit habt ihr schon mal zusammengearbeitet? Oder was hättet ihr gerne? Einfach mal aufschreiben, so Brainstorming, einfach runterschreiben, welche allen Arten von Programmen, Anwendungen und so weiter ihr euch vorstellen könnt, die automatische Spracherkennung brauchen. Einfach so mal 3 Minuten, einfach mal nur der Reihe nach runterschreiben und danach gucken wir, sammeln mal, was wir alles so zusammenfinden. Okay, Zeit ist um. Dann schauen wir mal, dann sammeln wir mal so langsam. Fangen wir mal an, denn die einfach der Reihe nach mal eine Anwendung nennen. Telefonische Kundenberatung. Dann die nächste Gruppe. Was habt ihr? Robotik. Dann nächste Gruppe. Speech-to-Speech-Translation. Ich bin mal so Speech-to-Speech-Translation. STST. Findet man häufig, also kann man sich gleich merken. Dann nächste Gruppe. Was für Anwendung? Okay. Genau. Das Ganze kommt unter den Begriff Computer-Assisted Language Learning. Gibt es einen tollen Begriff für. Auch wieder eine tolle Abkürzung, kann man sogar aussprechen. Call. Okay, dann Entschuldigung, was war deine Anwendung? Slation. Okay, gut. Sehr gut. Dann, was hattet ihr so? Transkription. Ich nenne es mal Diktat oder allgemein. Okay. Ja, das Problem mit dem Wort Transkription ist, dass ganz häufig auch Spracherkennung auch Transkription nennt. Also man nennt es manchmal Speech to Text oder auch einfach den Transcription Task. Dann ihr beide, was hattet ihr? Nee, 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 nee. Was hattet ihr so?
Computersteuerung. Ja, super. Also Computersteuerung. Ich nenne es mal allgemein Steuerung. Okay, welche Gruppe da hinten ist noch eine, die. Ihr hattet noch nichts, richtig? Protokollieren ist eine schöne Sache, ja. Tolle Anwendung. Ja? Nee, eben nicht. Diktat und Protokoll, zwei unterschiedliche Sachen. Beim Diktat sitze ich da und diktiere einen Brief zum Beispiel oder ein Buch. Sehr geehrte Frau Müller, betreffend Ihr Schreiben vom 23.07. müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir nicht in der Lage sind, zu diesen Konditionen den Auftrag anzunehmen. Bei einem Protokoll sitzen 5 Mann um den Tisch, halten ein Treffen ab, diskutieren irgendwas, besprechen irgendwas und am Ende gibt die Maschine dir Mitschrift und sagt, erst hat der Herr Müller darauf bestanden, aber danach kam der Herr Meier und wollte das andere Thema haben und dann wurde der Herr Schmidt wütend und hat wild rumgebrüllt und dann hat der Herr Schulze medierend eingegriffen. Das ist ein Protokoll. Sind also zwei völlig unterschiedliche Arten oder Sachen und wir werden nachher auch ein bisschen einteilen, worin die sich in der Sprache, die da vorkommt, auch unterscheidet. Und dementsprechend sind das auch zwei sehr, sehr unterschiedlich schwierige Aufgaben, wenn es darum geht. Hat noch irgendeiner irgendwas Interessantes? Ja. Überwachung. Ihr habt alle zu viel Zeitung gelesen, oder? In letzter Zeit. Ja? Genau. Und da ist es dann eine Vorstufe. Also das Natural Language Understanding baut darauf auf, aber dann ist es eine Vorstufe. Und jetzt rat mal, wie man Natural Language Understanding abkürzt. Genau. Ah, nächste Abkürzung, die man sich merken kann, kommt häufig Natural Language Understanding. Okay, jetzt schauen wir uns mal an, mit welcher Aufteilung. Also da sind schon sehr viele Sachen gefallen, die ich auch bei mir auf der Liste habe. Ich will noch auf ein paar vielleicht kleine Besonderheiten ein bisschen eingehen. Bei mir steht als allererstes auf der Liste Diktat. Und warum steht bei mir als allererstes auf der Liste Diktat? Weil die Diktatanwendung so im Großen und Ganzen die erste Anwendung war, für die man überhaupt automatische Spracherkennungssysteme gebaut hat. Also was man wollte in guten alten Urzeiten war eine automatische Schreibmaschine. Dass man halt nicht mehr tippen muss und 10-Fingersystem lernen muss, sondern dass man einfach spricht und am Ende hat man das, was man gesprochen hat, diktiert hat, niedergeschrieben. Und jetzt was ganz Wichtiges, Markus, für dich. Du schreibst dir auf, weil ich vergesse es jedes Mal. Was glaubt ihr, wann wurde das erste Mal so eine Diktatanwendung gebaut? Welches Jahrhundert? 1950. Jemand was anderes zu bieten? Das ist jetzt nämlich das, wo er mich dran erinnern muss. Wir fliegen nämlich Ende dieser Woche in die USA, in die Carnegie Mellon, in das Labor. Und da ist es, wenn man die Treppe hochläuft, haben die diesen schönen Artikel an der Wand sitzen, hängen, aus dem Scientific American des Jahres 1887, wo jemand eben schon genau das versucht hat, ich meine es ist 1887, 1800 irgendwas 80, versucht hat, eine automatische Schreibmaschine zu bauen. Es war natürlich damals noch nichts mit Computern, sondern das war was Mechanisches, wo man versucht hat, mit mechanischen, akustischen Filterbänken dann so eine Schreibmaschine eben zu bauen. Und der Artikel, der hängt halt da in dem Labor und das, wenn wir da sind, den legen wir uns diesmal über einen Fotokopierer, den bringe ich mal mit, weil den hätte ich gerne. Ich finde das finde ich nämlich spannend. Das ist nämlich eine klasse Sache. Ansonsten, wenn es darum geht, sowas mit Computern zu machen, 50er Jahre, ja, aber ein bisschen später, dass eigentlich wirkliche Diktatanwendungen kamen. So in den 50er Jahren, das waren erst am Anfang immer noch so kleine Spracherkennungssysteme, wo man so einzelne Wörter, einzelne Vokale oder einzelne Phoneme versucht hat zu erkennen. Aber so richtig kontinuierliche diktierte Sprache war zu dem Zeitpunkt noch sehr, sehr schwierig und auch sehr, sehr, sehr unzuverlässig und noch hat auch die damaligen Rechner noch deutlich überlastet. Wo findet man heutzutage Diktat? Hat irgendeiner hier schon mal so eine Diktatsoftware ausprobiert? Was weiß ich, Natural, ja, was, welche? Nee, aber was hast du für eine Anwendung schon mal ausprobiert? Schon mal was? Ah, okay. Wie bist du da rangekommen?
Ah, okay. Du zählst nicht, du weißt zu viel. Okay. Hat irgendjemand sonst schon mal irgendwie mit so einer Diktiersystem, das man so für den Konsumer bekommt, gearbeitet? Zum Beispiel das Dragon Dictate auf dem iPhone. Und hat das gut funktioniert? Ja, inzwischen funktioniert es so halbwegs. Gut, aber es ist dann wieder kein Diktiersystem. Also mir geht es jetzt wirklich so richtig so um Diktiersystem. So richtig so, was ich, Dragon, Naturally Speaking und sowas in der Art. IBM Wirevoice. Das sind so diese Diktatanwendungen. Und warum ich da jetzt so ein bisschen frage, ob das schon mal einmal gemacht hat, hat schon mal einer größere Texte so diktiert mit so einem Ding? Nee. Fragt sich jeder warum, weil hier, ihr schreibt wie die Weltmeister. Ihr schreibt Bachelorarbeiten, ihr schreibt Masterarbeiten, ihr müsst Seminarausarbeitungen schreiben. Warum hat keiner dafür eine Spracherkennungssoftware verwendet? Ja, und? Genau. Und was dieses, dass es schwierig ist, Sachen zu löschen und wieder einzufügen, was sagt dir das über dein Diktieren? Richtig. Das ist nämlich die große Illusion. Keiner von uns kann wirklich gut diktieren. Also die Leute, die diktieren können, das sind meistens irgendwelche Manager, die halt das täglich fünfmal den gleichen Brief schreiben, nur mit leicht geänderten Inhalten und die schon im Kopf gut vorformuliert haben, was da jetzt rein muss. Aber gerade wenn man so längere Texte diktieren will, so arbeiten wir nicht. Wir formulieren nicht den Text bei uns im Kopf vor und dann wird der in einem so runtergesprochen. Sondern was wir machen ist, wir springen viel und hin und her, setzen Bausteine, Steine neu zusammen, setzen neue Sätze zusammen, stellen um und so weiter und so fort. Und das dann alles mit Sprache zu machen, ist halt extrem schwierig. Deswegen so Diktat ist meistens heutzutage nicht in jedem Haushalt vorhanden, wie man das früher mal geträumt hat. Meine Microsoft und Apple, die haben alle mal mit ihren Betriebssystemen Spracherkennungssoftware mitgegeben, damit man auch in Word oder in welchem Textverarbeitungsprogramm auch immer da halt Texte diktieren kann, hat sich nie durchgesetzt. Zum einen natürlich, weil die Technik halt komplex ist und immer noch sehr fehlerbehaftet. Zum anderen aber auch, weil wir Menschen halt nicht so richtig diktieren. Diktiert wird nur in wirklich wenigen speziellen Anwendungsbereichen. Also zum Beispiel im Sekretariat, im Vorzimmer von irgendeinem Geschäftsführer, der sonst auch gewohnt ist und das jahrelang geübt hat, seine Briefe runter zu diktieren. Für sowas könnte man versuchen, Spracherkennungssoftware zu verwenden. Oder halt in Anwaltskanzleien zum Beispiel. Warum in Anwaltskanzleien? Was ist das Schöne an Anwaltskanzleien? Hat schon mal einer einen Brief bekommen von einem Anwalt? Sehr beschränkte Domäne, plus es steht sowieso immer genau das Gleiche drin. Also das sind dann eine beschränkte Anzahl an Brieftypen und je nachdem, wenn der eine halt spezialisiert ist auf, keine Ahnung, Geschwindigkeitsüberschreitungen und der andere macht halt, keine Ahnung, welchen Kleckerkram auch immer, keine Ladendiebstähle oder der nächste macht, keine Ahnung, Mietrecht. Das ist immer eine sehr beschränkte Domäne und das sind immer wieder die gleichen Textbausteine, die einfach nur in neuer Konfiguration mit vielleicht leichten Änderungen zusammengebaut werden. Das kann man gut diktieren, das kann man gut erkennen. Oder halt Ärzteberichte. Und welche Ärzteberichte insbesondere? Ja, und welche besondere? Genau, also Radiologen sind da besonders gut für, weil Radiologen, die machen im Prinzip den ganzen Tag nichts anderes. Die machen entweder Bilder, aber die Bilder machen sie meistens nicht selber, das macht das technische Personal. Und was dann macht der Radiologe? Der Radiologe guckt sich das Bild hinterher an und stellt eine Diagnose. Er stellt einen Bericht aufgrund des Bildes, den er sieht und der Diagnose, die er gestellt hat. Und das geht dann wieder zurück an irgendeinen anderen Facharzt, der dann basierend darauf sich halt den Bericht anschaut, das Bild anschaut und dann entscheidet, was gemacht wird. Und für die haben auch ein sehr eingeschränktes Vokabular. Sehr vorhersagbar, also es ist immer, die nehmen auch immer eine sehr formelhafte Sprache, weil das muss ja hinterher der andere Facharzt auch verstehen können und da einigt man sich halt auf so eine gemeinsame Sprache, dass das möglichst eindeutig ist, was hinterher bei herauskommt. Und dafür eignen sich die halt ganz gut und da kann man auch gut, wie man halt an dieser Firma M-Model sieht, sehr gutes Geld mit verdienen, aus dem ganz einfachen Grunde. Früher war es so, da hat der Arzt seinen Bericht auf Tonband gesprochen, dann kam das Tonband über Nacht zu irgendeiner Sekretärin, die hat es halt runtergetippt, ging dann zurück an den Arzt, der hat es nochmal Korrektur gelesen, muss das Ganze dann unterschreiben, weil wenn da was Falsches drin steht, kann es Menschenleben kosten, also das muss nochmal abgesegnet und abgezeichnet werden letztendlich.
Und dann ging das zurück. Und diese Sekretärin, die kosten halt viel Geld. Und wenn man das halt durch die Maschine ersetzen kann, selbst wenn hinterher nochmal jemand drüber gucken muss, aber statt das alles runterzutippen, vielleicht nur noch ein paar Korrekturen machen muss und ansonsten macht das die Maschine, kann man sehr viel Geld und dann am Ende auch sehr viel Zeit sparen. Deswegen hat sich sowas gerade im Bereich der Radiologie und auch bei größeren Krankenhäusern, halt OP-Berichte und, aber wie gesagt, auch insbesondere bei Radiologie, doch sehr durchgesetzt. Da du da Praktikum gemacht hast, weißt du wahrscheinlich auch, was ist das Problem bei den Ärzte berichten. Ja. Aber die sind vorhersehbar. Also da guckst du halt mal die Ärzteberichte der letzten 30 Jahre durch und dann wirst du meistens alle Termini zusammen haben. Es gibt noch einen ganz anderen Grund, weil die machen den ganzen Tag nichts anderes, als solche Berichte runter zu diktieren. Das ist halt langweilig und stupide und keine wirklich sonderlich interessante Aufgabe. Die interessante Aufgabe ist, sich das Bild anzuschauen und zu gucken, was da kaputt ist. Aber die interessante Aufgabe ist nicht, diesen blöden Text zu diktieren, was ich jetzt dutzendfach am Tag machen muss. Ein befreundeter Arzt von mir, der auch in den USA jetzt praktiziert, hat mir mal gesagt, das, was so die Radiologen da diktieren, und früher haben die das halt auch viel so über Telefon gemacht und dann wurde das auf Band aufgezeichnet und dann per Hand transkribiert, was die Radiologen so transkribieren, das ist so das Schlimmste, was man sich jemals anhören kann. Die häufig nuscheln und leiern die und das ist einfach nur noch so runtergerattert. Das ist schon als Mensch extrem schwierig zu verstehen. Und was hat er gemeint? Was ihn am meisten erschreckt hat, ist dann so ein Arzt in einem Krankenhaus, der ist dann auch relativ gehetzt immer und hat wenig Zeit und muss immer von Termin zu Termin. Und wenn der dann halt mal am Telefon hängt und seinen Bericht runterdiktiert, dann hat er auch gerade Zeit und isst währenddessen dann auch noch schnell nochmal was. Und dementsprechend ist das dann doch wieder ein bisschen schwieriger, das Ganze zu erkennen. Dann Steuerung hatten wir irgendwo. Genau, hier Steuerung. Also allgemein Steuerung von Geräten und zwar möglichst ohne Hände. Also Desktop-PC, so wie das Microsoft mal oder Apple gemacht hat, hat sich nie so richtig durchgesetzt. Dann Mobiltelefone, da ist es schon interessanter. Ich meine, früher die Mobiltelefone, da hat man dann seine 10-Zeichen-Tastatur drauf, seine 10-Ziffern-Tastatur drauf und war klein und knibbelig. Gut, die Jugend war dann hinterher relativ schnell dabei, dann trotzdem darauf SMS in unglaublicher Geschwindigkeit tippen zu können. Heutzutage hat man die Smartphones mit voller Tastatur und allem Pipapo, aber gerade wenn man so ein kleines Ding hat, ich meine, da ist schon ein Mikrofon drin, das ist dafür eigentlich originär gedacht, um Sprache zu übertragen. Sowas mit Sprache zu steuern, sollte eigentlich eine ganz nette Sache sein. Oder auch sowas wie Navigationssysteme. Also alles, wo ich so einen kleinen Kasten habe, wo keine große Tastatur dran kommt, wo keine Maus dran kommt, da ist das extrem schwierig. Durch die Touch-Displays ist es natürlich wieder ein bisschen einfacher geworden. Da ist so ein bisschen so ein Wettrennen. Aber es gab lange Zeit, da gab es halt nicht so schöne Touchscreens, wo man drauf rumschmieren konnte. Da hatte man nur so einen kleinen Bildschirm und so einen kleinen Kasten und da musste man irgendwie Sachen eingeben können. Und das halt mit so Knöpfen ist unter Umständen schwierig, weil klein und nicht wenig, nur wenige. Und dann mit Sprache ging das einfacher. Dann das letzte System, Pick-to-Voice-Systeme. Hat da schon mal jemand was von gehört? Sind alle Studenten hier, alles reiche Informatiker. Bei euch hat noch keiner bei Amazon in Pforzheim gearbeitet, wahrscheinlich im Lager, oder? Weil ich hier Weihnachten, Ferienjob suchen, sind mal Leute, die jetzt die ganzen Weihnachtspakete packen. Das ist etwas, da bin ich auch nur durch Zufall drauf gestoßen. Das ist so eine Anwendung von Spracherkennung, die ich immer aufführe, um zu zeigen, dass die wahren Anwendungen von Spracherkennung, für die es besonders gut geeignet ist und für die es besonders interessant ist, nicht so diese offensichtlichen Sachen sind wie Diktat und automatische Schreibmaschine, sondern dass die von uns Normalsterblichen meistens gut versteckt liegen. Und an diese Pick-to-Voice-Systeme bin ich dadurch gekommen, dass mich mal ein Kommilitone, der seine Diplomarbeit gemacht hatte, zu Rate gezogen hat. Der hatte seine Diplomarbeit bei den Wirtschaftswissenschaftlern gemacht, nämlich gerade zu solchen Pick-to-Voice-Systemen. Und da ging es um Spracherkennung. Und dann hat er sich die Leute, die diese Pick-to-Voice-Systeme anbieten, mal herkommen lassen, die Vertreter, die Handelsvertreter von Deutschland. Und die sollten ihnen ihre Systeme vorstellen, damit er die dann bei sich in der Diplomarbeit so vergleichen konnte. Und da er nicht wollte, dass die Marketingleute ihm irgendwelchen Blödsinn erzählen, hat er mich gefragt, ob ich da nicht mal reinhören könnte, ob das denn alles so Sinn macht, was sie erzählt. Gut, was sind Pick-to-Voice-Systeme und was haben die mit Spracherkennung zu tun? Man muss sich das so vorstellen. Bei Amazon bestelle ich jetzt fünf Sachen. Eine Kaffeemaschine, zwei Bücher, eine CD und einen iPod. Das Ganze kommt alles in ein Paket und wird mir zugeschickt. Und um dieses Paket jetzt zu packen, gibt es dieses riesen Hochregallager. Überall über Deutschland verteilt. Eines der neuesten ist in Pforzheim. Da stehen in großen Regalen überall diese ganzen Geräte rum und jetzt müssen die ganzen Geräte aus den Regalen und aus den Regalfächern in dieses eine Paket rein, das an mich soll. Ganz früher hat man das so gemacht, Blatt ausgedruckt, mit was alles in dieses Paket rein soll, so mit
Häkchen dran setzen und wo, in welchem Regalfach, in welchem Gang man das Ding findet. Mit ein bisschen Intelligenz noch dahinter, dass sie in einer Reihenordnung auf dem Zettel sind, dass ich nicht so weit laufen muss. Und dann ist ein Mensch mit Einkaufswagen oder halt was Einkaufswagen-ähnlichem halt losgedüst durch dieses Regallager, hat geguckt, erste Zeile, ich muss zu Regal 13 in Gang 25 und zwei Dinger aus Fach 36 rausnehmen. Tak, 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 hin. Zwei Dinger rausgenommen, abgehakt, aufgefallen, oh, im Fach Lind jetzt noch eins übrig, dann macht er vielleicht noch eine kleine Notiz, hier nur noch eins übrig, Fach muss man auffüllen und tak, 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 läuft weiter zum nächsten Regal und packt dann halt seinen Einkaufswagen zusammen und am Ende wird der Einkaufswagen dann automatisch in so ein Paket zusammengebastelt und dann an mich versendet. Jetzt kommen so schlaue Wirtschaftswissenschaftler her und die sind immer mit der Stoppuhr zur Hand und gucken immer, was so das alles kostet, jeder einzelne Arbeitsschritt. Und die haben halt festgestellt, wenn jetzt der einer mit seinem Einkaufswagen durch die Gegend läuft, dann ist das, wenn man das über die Zeit hinweg aufsummiert, relativ viel Zeit, die er dafür braucht, Zettel gucken, wo muss ich denn hin, welches Regal, dann das Ding rausnehmen aus dem Regal, reinlegen in den Einkaufswagen, dann wieder Hände raus aus dem Einkaufswagen, Stift in die Hand nehmen, abhaken, gucken, wo muss ich denn als nächstes hin, loslaufen. Und haben sich gedacht, das muss doch schneller gehen. Und schneller geht das, indem sie dem jetzt einen Kopfhörer aufsetzen und ein Mikrofon an die Hand tackern. Und jetzt hat er keinen Zettel mehr, auf dem draufsteht, was er machen muss, sondern jetzt bekommt er per Audio gesagt, laufe in zu Gang 36, Regal 3, Fach 34, nimm zwei Dinger raus. Und dann kann er also laufen, kriegt das gehört, hört das, kann loslaufen, muss seine Hände nicht mehr von dem Wagen nehmen, irgendwelche Zettel in die Hand nehmen, auf den Zettel gucken, sondern kann einfach loslaufen, geht hin zu dem Regal und wenn er, während er schon das Zeug jetzt aus dem Fach rausnimmt und in diesen Einkaufswagen reinlegt, kann er sagen, war bei Fach 53-16, habe zwei Dinger rausgenommen, sind noch zwei übrig, muss man auffüllen. Sowas sinngemäß. Und er kann das schon sagen, während er das Zeug noch in den Wagen hebt. Er muss jetzt nicht irgendwie wieder ein Häkchen setzen und da was abstreichen, sondern sobald er das reingelegt hat, kann er gleich wieder Hand an die Griffe, kriegt über Audio, lauf jetzt weiter geradeaus zu Regal und so weiter und kann losfahren. Und dann kann man halt nachrechnen, wenn man halt so ein riesen Hochregallager hat, wo täglich so und so viele 1000 Pakete gepackt werden, dass wenn man das auf die Art und Weise macht, dann kann der halt statt 25 Pakete, 30 Pakete am Tag packen oder sowas. Und das summiert sich halt auf und bringt für die halt eine Kostenoptimierung und damit eine Gewinnmaximierung. Ist eine Anwendung, hätte ich nie im Leben dran gedacht. Ich meine, ich mache auch schon Spracherkennung für eine Weile, wäre ich so nie drauf gekommen, dass das eine Anwendung für Spracherkennungssysteme ist. Ist aber eine, die auch, da gibt es jetzt zwei, drei Firmen am Markt, die sich da ganz gut mit über Wasser halten, indem die halt Amazon und die ganzen Versandhäuser mit sowas halt ausstatten. Deswegen da einfach nochmal die Lektion. Interessante, nützliche Anwendungen für Spracherkennung sind nicht unbedingt immer die offensichtlichen, sondern man muss schon mal ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt laufen und gucken, was so in diesen ganzen Industriebetrieben da alles läuft oder irgendwo in anderen Bereichen, wo man als normaler Konsument nicht so hinkommt und schauen, was kann man da alles so mit Spracherkennung machen. Und da gibt es viele Bereiche, da wird einem auffallen, da kann man Spracherkennungstechnik gut anwenden. Dann Sprachübersetzung, Speech-to-Speech-Translation ist auch schon gefallen. Jetzt muss man aufpassen, Speech-to-Speech-Translation ist schon Sprach-zu-Sprach-Übersetzung. Wenn wir jetzt für Spracherkennung uns interessieren, dann interessiert uns erstmal nur die Sprachübersetzung. Ob ich dann das Ergebnis als Text ausgebe oder als synthetisiertes Audio, interessiert mich in dem Augenblick nicht. Da spricht man dann von Sprachübersetzung oder dann im Englischen, wie würde das heißen? Sprachübersetzung im Englischen? Ja, aber Sprachübersetzung, also Translation ist Übersetzung. Hä? Ja, aber Language oder das, was war der Unterschied zwischen Language und Speech? Ist Language oder Speech der richtige Ausdruck? Speech Translation, würde man sagen, jetzt Sprachübersetzung. Würde jeder normale sterbliche Mensch machen. Wenn man das macht, hat man in der Literatur verloren, weil aus irgendeinem Grund hat sich durchgesetzt Spoken Language Translation. Warum auch immer. Weil es gibt den Begriff Speech. Speech ist Spoken Language, aber ist Spoken Language Translation, SLT ist der Begriff, nicht Speech Translation, ST. Wahrscheinlich ST ist zu kurz, kann man sich nichts drunter vorsetzen. Gibt es in den unterschiedlichen Formen und Farben. Das Ding hier ist schon ein bisschen ein älteres Semester, das ist so aus dem Jahr 2003, 2004. Da war die Idee, dass man halt sowas für Touristen anbietet
Und damals gab es halt noch kein iPhone und keine Tablets und sowas oder wirklich so tragbare, powervolle, starke Rechner. Damals war hier dieser Ding von HP, der iPad, war damals der Stand der Technik. Wer sowas hatte, der war reich und cool und das war ein tolles Ding. Hatte schon mit Touchscreen so einen kleinen tragbaren Rechner und ganz toll hatte FunkLAN drin. War eine ganz große Revolution, dass da schon WLAN drin war. Jetzt war das Ding noch zu klein, als dass man da wirklich ein Spracherkennungssystem und ein Übersetzungssystem drauf laufen lassen konnte. Deswegen hatte man das so gemacht, dass das Ding im Prinzip nur zur Aufnahme diente und hinterher zur Anzeige des Ergebnisses. Aber die eigentliche Erkennung und Übersetzung, die lief dann auf irgendeinem Server, der über das WLAN entsprechend angeboten war. Inzwischen gibt es das Ganze auch schon auf so kleinen tragbaren Geräten, iPhones, und jeder, der bei Herrn Weibel schon in der Vorlesung war, wird Jibigo sicherlich schon mehrmals gehört haben, das als ein Produkt, als Übersetzungs-App auf dem iPhone oder auch auf Android. Kann also jetzt, und ohne dass man irgendwelche Internetverbindung braucht. Es gibt viele Anwendungen, die machen das über Internetanwendung. Es gibt nur eine letztendlich, die es nur komplett auf dem mobilen Gerät macht, ohne dass ich eine Netzverbindung brauche. Eine andere Sache, die wir haben, ist das Ganze als Vorlesungsübersetzer. Und das Ganze läuft als Dienst in der Form, dass die Sprache zum Beispiel im Audimax aufgenommen wird übers Netzwerk bei uns in den Serverraum am Institut geschickt. Und dort wird dann die Sprache erkannt auf großen Servern, übersetzt und das Ergebnis wird dann der Übersetzung als Webseite zur Verfügung gestellt. Werde ich irgendwann hier im Laufe der Vorlesung euch auch noch vorstellen und werden wir hier als Dienst anbieten. Nur wie ihr seht, haben die hier vor kurzem den Raum ein bisschen umgebaut und wir müssen jetzt erstmal wieder gucken, dass wir hier unsere Technik, die halt die Audioaufnahme macht und das Ganze dann weiter verbreitet, entsprechend wieder in Betrieb nehmen und schauen, dass das Ganze dann wieder läuft. Und sobald das funktioniert, habt ihr dann auch ein Sprachübersetzungssystem hier zur Verfügung, das meine Sprache automatisch dann von Deutsch nach Englisch übersetzt. Dann hatten wir Telefon-Kundenbetreuung. Allgemein, das sind zwei Sachen, die da zusammenkommen. Das eine ist, was ich als Bedienung über das Telefon hatte. Wenn man halt entfernt ist von zu Hause und man will irgendwas ändern, zum Beispiel zu Hause, Rollladen hoch, runter, Heizung an, aus, Herd an, aus, dann bietet sich halt das Telefon an, um das zu machen. Früher war das noch wichtiger, weil man da halt noch nicht so Internetverbindungen jederzeit hatte in der Hosentasche, so wie das heute ist. Früher hatte man immer nur ein Telefon dabei und dann kann man solche Sachen eben über das Telefon machen. Genauso war das Ganze mit Fahrplanabfragen oder Kinoprogrammen. Da war es halt früher so, da konnte man noch nicht übers Internet irgendwas reservieren. Fürs Kino zum Beispiel die Eintrittskarte und den Sitzplatz. Gab es dann Telefonsysteme, wo man anrufen konnte. Ganz früher saß dann Mensch und hat die Bestellung entgegengenommen. Später waren dann da automatische Systeme, die man entweder vor Spracherkennung noch mit den Tasten am Telefon bedienen konnte oder als es Spracherkennung gab, konnte man da halt reinsprechen und hat halt dann erkannt, welchen Film man wollte und wie viele Sitze man haben wollte und wie die Kreditkarte ist und so weiter und so fort. Oder was es früher auch mal gab, ist, dass man Anrufbeantworter, ich weiß, es weiß keiner mehr, was ein Anrufbeantworter ist, oder? Hat noch irgendeiner einen Anrufbeantworter zu Hause? Nicht mehr, ja, das ist leider das, was ich befürchte. Also früher gab es so Kästen, die hat man ans Telefon gehangen und wenn man nicht zu Hause war, haben die abgenommen und eine Nachricht auf Kassette aufgezeichnet, später dann digital. Und wenn man dann irgendwo weit weg war, man wollte wissen, wer hat einem zu Hause aufs Telefon gesprochen, wer wollte einen erreichen, dann konnte man den zu Hause bei sich anrufen, der Anrufbeantworter ist wieder rangegangen, dann hat man seinen PIN-Code eingegeben übers Telefon und dann konnte man die Nachrichten, die da aufgenommen wurden, abhören. Und statt dass man das halt mit so Tastenkombinationen macht, konnte man das halt dann auch per Sprache machen und dann fragen, was sind die neuesten Nachrichten oder Nachrichten löschen oder und so weiter und so fort. Und dann natürliche sprachliche Interaktion kann man natürlich auch über das Telefon machen. Und dann kommen wir so ein bisschen in den Bereich der Kundenbetreuung und auch in den Bereich der Robotik. Weil was ist das Interessante bei der Robotik? Bei der Robotik ist das Interessante, ich will mit dem Roboter sprechen. Wenn ich angenommen, ich habe einen Roboter im Haushalt und der soll den Tisch decken, dann will ich dem nicht mit Tastatur sagen, jetzt deck mir den Tisch und hol mir 5 Gläser, sondern ich will ihm einfach natürlich sprachlich sagen, bitte deck mir den Tisch für 3 Leute, ohne dass ich jetzt irgendwie tippen muss und in irgendeiner Maske irgendwie was auswählen muss. Und ähnlich ist es dann auch, wenn man Kundenbetreuung macht, dann über das Telefon.
Man will den Kunden irgendeinen Dienst anbieten, was weiß ich, melden, dass das Telefon nicht funktioniert oder melden, dass der Fernsehkabelanschluss nicht funktioniert oder dass irgendwie die Rechnung falsch war und so weiter und so fort. Und jeder, der schon mal bei der Deutschen Telekom angerufen hat, der kennt inzwischen diese Systeme, wo man nicht mehr auf der Tastatur drücken muss, um sich durch irgendwelche Menüs durchzuhangeln, sondern der fragt einen dann immer, was ist ihr Anliegen? Und dann brüllen die Leute rein, die Rechnung ist falsch. Und dann versucht der einen dann entsprechend weiter zu verbinden. Hat viele große Herausforderungen. Man kann halt viel Geld sparen, weil man halt keinen Menschen mehr da sitzen haben muss. Man kann aber auch sehr viel falsch machen, weil die Leute, die bei der Kundenbetreuung anrufen, was sind die in der Regel schon? Ja, unzufrieden. Die haben ein Problem. Die wollen, dass sich sofort jemand um ihr Problem kümmert. Die wollen sich nicht erst noch durch so ein dappiges Telefonsystem durchhangeln, das einen eh nicht versteht, wo man dann plötzlich rausfliegt und dann muss man nochmal anrufen und sich wieder durchhangeln und dann versteht es einen wieder falsch. Also wenn man sich so Aufnahmen mal anhört, was so ankommt bei so Telefonzentralen, die sowas haben, da kommen interessante Anrufe teilweise zustande. Und es gibt auch Leute, die machen das mit Absicht. So schlaue Leute haben schnell herausgefunden, wenn diese Systeme nicht funktionieren, die haben einen Rückfallmechanismus. Also wenn das System den einfach nicht versteht und nicht herauskriegt, was will der Benutzer, dann wird man direkt mit einem Menschen verbunden. Deswegen das Einfachste, was manche Leute machen, ist, wenn sie so ein System an der Leitung haben, dass sie entweder nichts sagen oder irgendwelchen Blödsinn reinbabbeln, damit das System halt merkt, es kommt nicht zurecht und einen möglichst schnell mit einem Menschen verbindet. Dann, wir hatten Lernen, Computer Assisted Language Learning, Fremdsprachen lernen. Das kann man machen für Fremdsprachen lernen, halt sowas wie Rosetta Stone, die immer behaupten, sie haben bei sich Sprachen. Wer hat der Rosetta Stone gesagt? Das war da hinten irgendwo, genau. Schon mal mitgearbeitet? Machen die Spracherkennung? Also auf der Box steht groß drauf mit toller, neuester Rosetta Stone Spracherkennungstechnik. Machen die Spracherkennung? Also bei den letzten Dingern, die ich nochmal ausprobiert hatte, machen sie das nicht. Was sie da versuchen, ist ein Gütemaß für die Aussprache zu geben. Aber in der Regel die Wörter erkennen. Machen sie das inzwischen? Und mit welcher Aufgabe? Was muss man, was ist die Aufgabe? Also was sagen die? Ja gut, also man weiß immer, was dabei rauskommt. Also deswegen die Sachen, die ich kenne, ist halt von Rosetta Stone. Da wird halt ein Wort angezeigt, das muss man dann halt vorlesen. Und dann kriegt hinterher so ein Zeiger von rot bis grün und sagt einem, ob es gut oder schlecht ausgesprochen wurde. Nur wie die das intern machen, die arbeiten da nicht mit Spracherkennung, sondern was die einfach gucken ist, zum einen gucken die den Prosodieverlauf nach, ob der ungefähr zusammenpasst, plus dann machen sie vielleicht noch so einen Vergleich zwischen dem Referenzmuster und dem, was gesagt wurde. Aber gerade das, was der Rosetta Stone macht, also es gibt Forschungsprototypen, die sind da, glaube ich, deutlich ausgefuchster als das, was Rosetta Stone macht und die arbeiten auch mit echter Spracherkennung. Ein Beispiel dafür ist dieser Lesetutor. Der richtet sich jetzt nicht an Fremdsprachenlerner, sondern der richtet sich an Kinder, die eine Sprache lernen, in diesem Fall insbesondere Englisch in den USA, und soll einfach ein Werkzeug dafür sein, dass man halt übt, lesen zu lernen, dass man Texte vorliest und das System muss halt erkennen, werden die jetzt richtig vorgelesen oder werden die falsch vorgelesen. Und wenn ein Fehler gemacht wird, dann wird halt der Fehler gezeigt und dann wird eine Hilfestellung gegeben, wie man das Wort denn jetzt hätte richtig aussprechen müssen und so weiter und so fort. In den USA, in der Carnegie Mellon, gibt es dann ein Projekt, das läuft schon seit über einem Jahrzehnt, glaube ich, inzwischen, ist auch schon wirklich auf großer Ebene in Schulen probiert worden und ist insofern inzwischen für so ein bisschen in den Bereich des Computer Assisted Language Learnings für Fremdsprachen reingekommen, als es inzwischen auch in Afrika angewendet wird. Also es gibt jetzt Klassenzimmer in Afrika, wo die Kinder halt auch Englisch lernen und da haben die das dann auch schon mal ausprobiert, ob man mit diesem Lesetutor halt den Kindern helfen kann, Englisch besser lesen zu können. Dann ein ganz wichtiger Bereich, wann immer man seine Hände nicht frei hat. Und das ist häufig der Fall bei Behinderten. Wenn also die ihre Hände nicht bewegen können, aufgrund irgendwelcher Einschränkungen oder Schwierigkeiten haben, so eine komplexe, knopfbasierte oder irgendwie GUI-basierte Computeroberfläche zu bedienen, dann kann man das Ganze schön mit Sprache machen, wenn die jeweils gut sprechen können. Kann natürlich auch sein, dass bei bestimmten Behinderungen dann die Sprachproduktion auch eingeschränkt ist. Und das ist wiederum ein eigener Bereich der automatischen Spracherkennung, wo man dann versucht, solche Sprache gut zu erkennen, die halt in irgendeiner Form
nicht so wohlgeformt ist, sondern anders geformt ist aufgrund von, keine Ahnung, muskulären oder irgendwelchen anatomischen Einschränkungen, die halt die Sprachproduktion stören. Und dann funktioniert das Ganze auch umgekehrt bei Sehgeschädigten. Die können zwar ihre Hände gut bewegen, aber die sehen nicht, was auf der Oberfläche ist unter Umständen. Also die wissen halt jetzt nicht, dass da irgendwie eine Dialogbox ist, wo man okay oder abbrechen klicken kann. Da kann man dann halt entsprechend versuchen, die wichtigen Informationen als Sprache auszugeben und dann, anstatt jetzt hier dem irgendwie per Pfeifton zu sagen, ob er jetzt mit seinem Mauszeiger in der Nähe des Knopfes ist oder nicht, kann man natürlich dann auch einfach die Eingabe okay abbrechen oder was auch immer reinsprechen. Dann ein Bereich, den wir noch gar nicht hatten, glaube ich, ist die Indizierung von Inhalten. Also denken wir zum Beispiel mal an YouTube. Da hat man jetzt ein Archiv von ganz, ganz vielen Videos. Und jetzt will man in diesen Videos was finden. Man will jetzt irgendein Video zu einem bestimmten Schlagwort finden. Wie funktioniert das bei YouTube? Wenn ich bei YouTube eingebe süßes Kätzchen und dann kommen lauter Videos von süßen Kätzchen, woher weiß YouTube, dass in diesen Videos süße Kätzchen zu sehen sind? Genau, da hat also irgendein Benutzer halt hingeschrieben, Stichwort süßes Kätzchen. Und genauso, wenn jetzt irgendwas gesprochen wird, was weiß ich, Barack Obama über die Lage der Nation oder sowas, das muss alles per Hand getaggt sein. Wenn ich jetzt nach irgendeiner Wortsequenz suche, was weiß ich, I have a dream, ich will das suchen. Wenn das nicht irgendein Mensch per Hand als Tag dahingeschrieben hat, dann werde ich dieses Video nicht finden. Und das ist ein Riesenverlust. Also es gibt jetzt immer mehr Inhalte, die nicht mehr so textbasiert sind, wie das früher beim World Wide Web der Fall war, sondern es gibt jetzt so Multimedia-Inhalte, wo ich Video und Audio habe. Und diese Inhalte, die ich auf der Audiospur habe und die ich im Video habe, sind erstmal der Suche entzogen. Die kann ich nicht finden. Damit ich die finden kann, muss ich entweder jetzt erstmal das Video erkennen, um halt zu sehen, dass da, keine Ahnung, ein süßes Kätzchen drauf ist. Oder dass da ein Fußballspiel stattfindet. Oder wenn ich nach textuellen Sachen suche, muss ich halt die Sprache, die in den Videos ist, erkennen, um sie dann hinterher indizierbar zu machen. Ein Beispiel wieder der Vorlesungsübersetzer. Wir archivieren die Vorlesungen auch, die wir haben. Oder zum Beispiel auch diese Vorlesungen, die jetzt auf iTunes U gestellt werden. Angenommen, ich suche jetzt irgendein Thema in dieser Vorlesungsreihe von 30 Vorlesungen. Tippe ich das ein, kann ich aber nur dann finden, wenn irgendwie ich eine Verschriftung dessen habe, was ich gesagt habe. Ich kann zur Not ein bisschen nach den Vorlesungsfolien gehen, aber es gibt auch viele Vorlesungen in vielen Fachbereichen, da gibt es nicht so Vorlesungsfolien, wo alles das, was ich sage, nochmal in Stichpunkten draufsteht, sondern die Freireden und irgendwelches anderes unterstützendes Material haben. Und für solche Dinge wäre halt diese Indizierung interessant. Und dann hatten wir hier Protokoll. Und dieses Protokoll läuft bei mir, wenn ich dran denke, immer in dem Stichwort intelligente Räume, intelligente Umgebung. Was soll das sein? Ein intelligenter Raum, das soll ein Raum sein, der ähnlich wie ein Butler im Hintergrund die Menschen in diesem Raum beobachtet und deren Bedürfnisse erkennt. Also wenn sie zum Beispiel feststellt, dass jetzt hier in der Vorlesung alle einschlafen, weil wir inzwischen schon fast Stunde 15 hier vorne ich hier den Unterhalter gespielt habe, dann kann man entweder, was weiß ich, den Sauerstoffgehalt erhöhen oder wenn ich in einem Meeting bin, wo die Leute einschlafen, dann kann der Roboter kommen und schnell die Kaffeetassen nachfüllen oder das Fenster kippen. Oder wenn einer sagt, er hat Durst, dann kommt er gleich an mit der Wasserflasche und gießt dem Wasser nach. Lauter solche Sachen. Oder es steht einer an der Tafel und stellt fest, die Kreide geht aus, dann geht gleich irgendwo die Schublade auf und kommt eine neue Kreideschachtel raus. All solche Dinge kann man über intelligente Räume machen. Und eine Sache, die wir auch am Institut mal in solchen intelligenten Räumen gemacht haben, ist eben die Protokollerstellung von Besprechungen. Also angenommen, da sind fünf Leute, die sitzen um den Tisch rum, halten eine Besprechung ab und nachher will ich ein Protokoll haben. Normalerweise muss immer irgendein armer Tropf sich hinsetzen und dann per Hand das Protokoll erstellen. Schöner wäre es, wenn die Maschine das machen könnte und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Informationen festhalten könnte. Also nicht nur das, was gesprochen wurde, sondern vielleicht auch multimodal, war der Mensch jetzt wütend oder wohlgelaunt, wer hat wen angeguckt, wer hat an wen welche Worte gerichtet. Gut, damit haben wir im Prinzip alles das, was ihr gesagt hattet, hatte ich auch irgendwie auf drauf. Einzige Vorstufe von Natural Language Understanding hatte ich jetzt bei mir nicht drauf. Hatte ich irgendwann, ich weiß, der Ivica Rogina hat das bei sich mal in den Folien drauf gehabt, aus irgendeinem Grund hatte ich es mal runtergenommen. Aber gerade da, dieses Natural Language Understanding ist insofern wichtig, dass man sich jetzt den Unterschied klar macht zwischen Spracherkennung und Verständnis natürlicher Sprache. Bei der Spracherkennung interessiert mich der Inhalt des Gesagten erstmal nicht. Ich will nur, dass die korrekte Wortfolge dahingeschrieben wird.
Ich weiß aber noch lange nicht, was diese Wortfolge bedeutet. Das kann automatische Spracherkennung nicht leisten. Viele Menschen setzen das gleich. Wenn ich einen Satz erkannt habe, gehör als Mensch gehört habe und erkannt habe, dann weiß ich meistens auch, was er bedeutet. Die Maschine, die Spracherkennung betreibt, kann ihn erstmal nur hinschreiben und für den sind das einfach nur Buchstaben auf dem Papier, die überhaupt keine Bedeutung haben. Und um dann wirklich teilweise intelligente Sachen rausholen zu können, zum Beispiel um einen Roboter dann richtig bedienen zu können, dann reicht es nicht, wenn er nur das Gesprochene niedergeschrieben hat, sondern er muss auch verstehen, was gemeint war. Was will der Mensch von mir? Was ist die Intention? Was ist das, was er jetzt von mir erwartet wird? Welche nächste Aktion soll ich ausführen? Soll ich was antworten? Etc. etc. Und deswegen Natural Language Understanding ist nochmal ein eigener, großer, schwieriger, Forschungsbereich. Ja? Wenn ich das könnte, wäre es sehr sinnvoll. Also ich persönlich behaupte, Sprache kann man nur dann wirklich zuverlässig und fehlerfrei unter schwierigen Umständen erkennen, wenn ich auch gleichzeitig verstehe, was gesagt wurde. Weil das ist das, was der Mensch macht. Bei uns ist es nicht so, da kommt eine Schallwelle an. Und dann nehmen wir diese Schallwelle auf und filtern sie so, dass sämtliche Geräusche weg sind und dann, dass das Sprecherabhängige weg ist und dann mache ich daraus eine Wortsequenz und dann habe ich die Wortsequenz und verstehe das, was da gesagt wurde, sondern das ist ein interaktiver Prozess. Und viele Lücken, die ich habe, also wenn irgendwie, das ist halt ein Störgeräusch oder was, ich habe das eine Wort nicht richtig verstanden, aus dem Zusammenhang kann ich mir das Wort jederzeit wieder rekonstruieren. Das heißt, ich kann als Mensch wirklich nur deshalb so gut Sprache erkennen, weil ich gleichzeitig auch den Inhalt verstehe. Wir haben aber im Augenblick das Problem, dass das, was Natural Language Understanding wirklich kann, noch sehr beschränkt ist. Und dieses Feedback zwischen Spracherkennung und Natural Language Understanding, wissen wir einfach noch nicht, wie es geht. Wir haben nicht die Modelle und die Techniken dafür, um es bauen zu können. Wenn man das bauen könnte, wäre super, wäre ideal. Nur meistens ist es so, dass dieses Natural Language Understanding nur auf einer sehr kleinen, eingeschränkten Domäne funktioniert, während Spracherkennungssysteme schon relativ große Domänen abdecken können. Ich kann also mit Spracherkennungssystemen deutlich mehr erkennen, als ich hinterher mit Natural Language Understanding Systemen überhaupt verstehen kann. Selbst wenn ich die hundertprozentig korrekte Niederschrift habe. Das ist einfach, wir Menschen können Sprache erkennen, weil wir großes Hintergrundwissen haben, aber in der Informatik wissen wir einfach noch nicht, wie wir dieses Hintergrundwissen repräsentieren sollen, wie wir es sammeln und lernen sollen und dann, wie wir es auch noch anwenden wollen. Das wissen wir noch nicht. Offene Forschungsfrage. Gut, und jetzt zum Abschluss der Vorlesung nochmal 3 Minuten Zeit. Wir wissen jetzt Vor- und Nachteile von automatischer Spracherkennung. Wieder die 3 Mann zusammensetzen, 3 Minuten. Was sind die Vorteile von Spracherkennung? Was sind die Nachteile von Spracherkennung? Also, wir fangen an mit den positiven Sachen, mit den Vorteilen. Nachteile könnt ihr wahrscheinlich genug nennen. Okay, was. Also wir sparen Menschen ein. Okay, ökonomisch. Wir machen Menschen arbeitslos. Das ist der Vorteil. Was habt ihr? Zeitersparnis. Okay. Warum Zeitersparnis? Warum spare ich Zeit durch Spracherkennung? Genau. Nee, hä? Kommen wir gleich zu euch. Zeitspann, okay. Pech gehört umgelaufen. Hände frei. Hände frei ist gut. Da haben wir auch noch was. Okay, nächste Gruppe. Was hattet ihr? Mord? Ah, bequemer. Ah, okay, ja. Nehmen wir es mal ergonomisch, klingt doch gut. Okay, nächstes. Da hinten, ihr beiden. Was hat er? Ja. Natürlich ist es auch gut, auch. Ja, bis so ungefähr.
Ergonomisch muss nicht unbedingt gleich natürlich sein. Also sind schon zwei unterschiedliche Aspekte. Also eine Tastatur kann auch ergonomisch sein, aber ist in keinem Fall mehr natürlich unbedingt. Ja. Vernetzung von Informationen, das ist doch super. Dann bei euch da hinten. Nix, voll nutzt nichts und habt ihr noch Vorteile? Genau. Barrierefreiheit. Nehmen wir es mal. Das ist so der Begriff dafür, wenn man irgendwas für Behinderte, eingeschränkte, irgendwie motorisch eingeschränkte Menschen zugänglich macht, das nennt man dann barrierefrei. Okay, dann schauen wir mal, was ich bei mir auf der Vorteilsliste hatte. Und das erste ist eben gerade die Geschwindigkeit, hohe Bandbreite. Und jetzt war gerade die Sache, es gibt Menschen, die können schneller tippen, als andere sprechen können. Das ist nämlich das Interessante. Was man hier sieht, ist für die drei Modalitäten Tastatur, Stenografie und Sprache der Mittelwert und der Rekord, den jemand daran hält. Und wenn jetzt 10-Finger-Schreibsystem ist, so ein gut gelernter 10-Finger-Schreibsystem-Schreiber, der ein bisschen in Übung ist, der schafft 200 Zeichen pro Minute. Und so der Re Weltrekord im Maschinenschreiben liegt so ungefähr bei 1000 Zeichen pro Minute. Stenografie ist nochmal schneller. Das ist der Grund, warum viele Sekretärinnen früher noch Stenografie gelernt haben. Ich weiß nicht, wie das heutzutage der Fall ist. Heutzutage gibt es nicht mehr so viele Sekretärinnen, die müssen nicht mehr so viel schreiben. Die Manager müssen jetzt alle selber schreiben. Aber früher haben viele noch Stenografie gelernt, weil man nämlich im Mittel schneller ist und dann der Weltrekord bei der Stenografie nochmal deutlich schneller ist, doppelt so schnell ist als mit meinem Maschineschreiben. Und bei der Sprache, wir Menschen können extrem schnell sprechen. Also wenn ich jetzt nicht gerade jemanden habe, der irgendwie eingeschränkt ist in seiner Sprache, der, was ich, irgendeinen Sprachdefekt hat, sondern sagen wir mal jetzt einen normalen Durchschnittsmenschen, der kann problemlos 1000 Zeichen pro Minute daher plappern. Und Weltrekord so im Schnellsprechen, der liegt so bei 4000 Zeichen pro Minute. Das heißt also, der durchschnittliche Sprecher, der ist so schnell wie der schnellste Mensch, der Schreibmaschine schreiben kann. Also der schnellste Mensch, der Schreibmaschine schreiben kann, der kann gerade so einem mittelmäßigen Menschen folgen, aber der könnte niemals mit dem schnellsten Schnellsprecher der Welt hinterherkommen. Deswegen, Sprache hat eine ungemein hohe Bandbreite. Dann, Hände und Augen sind frei. Da war Hände frei, Augen sind gegebenenfalls auch frei. Ist auch ein Riesenvorteil. Zum Beispiel im Auto. Da kann ich das System bedienen und ich kann es, wenn ich natürlich sprachlich die Anforderungen mache, es so bedienen, dass ich nicht auf dem Display gucken muss und dann dem Vordermann hinten reinfahre. Dann, wir haben einen zusätzlichen Kanal. Das passt, finde ich, ganz gut rein, zum einen in diese Vernetzung von Informationen, weil da vernetzt man nämlich diesen Sprachkanal mit Text, hat dann plötzlich zwei verschiedene Modalitäten. Plus, ich habe halt den Vorteil, dass ich auch manche Sachen mit Händen und Sprechen machen kann. Was ich zum Beispiel, ich kann, wenn ich jetzt so ein Tablet habe, sage, lösche dieses Wort, mache dieses Wort fett. Dann kann ich halt zeigen, zusammen mit Sprache verbinden und kann zwei Sachen gleichzeitig machen. Oder ich sitze zum Beispiel, es gibt so Systeme mit Augmented Reality, wenn ich jetzt irgendwo ein Düsentriebwerk zerlegt habe und muss da irgendwie was ändern, dann habe ich dann so eine Brille auf und der zeigt mir da, die Schraube muss ich losdrehen und da muss ich was machen und dann kann ich dem System unter Umständen noch sagen, was weiß ich, jetzt mal gerade Gas an oder Gas aus, Strom an, Strom aus oder solche Sachen. Oder zeigt mir die nächste Seite vom Handbuch und kann gleichzeitig da in dem Triebwerk meine Schrauben drehen. Und dann die natürliche Eingabe ist einfach das Schöne. Wir Menschen können sprechen, seitdem wir so ungefähr 3 Jahre alt sind. So mit anderthalb, 2 Jahren fangen wir an zu sprechen. Mit 6 Jahren ist das schon relativ vernünftig, was dabei rauskommt. Und seitdem wir können wir sprechen und wir wissen, wie man spricht. Wenn ich Schreibmaschine lernen will, muss ich einen Kurs belegen und mühsam Schreibmaschine schreiben lernen. Und wenn ich das jetzt nicht habe, dann kann ich auch einem Laien ermöglichen, etwas zu bedienen, mit so einem Roboter zu interagieren, ohne dass der vorher erstmal ein kleines Informatikstudium absolviert haben muss, damit er weiß, wie er jetzt diesen Roboter entsprechend programmiert und wie er den Anweisungen bringt. Dann eine Sache, die noch fehlt, ist tragbar. So ein Mikrofon, das ist nicht groß.
Eine Tastatur, das ist so ein Oschi. Und kleine Tastaturen sind auch noch immer deutlich größer. So ein Mikrofon passt in Google Glasses rein. Kann ich tragen, funktioniert super einfach. Gut, damit für heute genug. Nächste Woche kommen wir dann zu den Nachteilen. Das heißt also Zettel nicht wegwerfen, sondern nächste Woche mitbringen. Dann reden, schauen wir nochmal, was wir an Nachteilen haben und was wir, wie die Nachteile da sind.